Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Im letzten Part habe ich ein bisschen mit Licht gespielt und so weiter. Und würde sagen, wir schauen einfach mal bei Blase vorbei und schauen mal, ob sich da was getan hat. Blase, wie geht's? Ich störe ja nur ungern. Was zum Wasser? Hast du. Als wenn bei dem. Mann. Apropos Wasser. Apropos Wasser. Ich gebe noch was. Okay, das bringt nichts. Was guckst du da? Nachrichten. Okay. Ah. Okay, ich habe die Lösung gefunden. Ich lass dich dann mal wieder ich allein. Ich habe noch einen Schritt vergessen. Wir müssen ja noch den Fernseher ausschalten. Das können wir natürlich nicht von Hand machen, weil er sonst ein bisschen Stress machen wird. Aber wie könnte man denn dafür sorgen, dass Blase sich nicht mehr für seinen Fernseher interessiert? Mal überlegen. Es gibt eine Methode, die sollte funktionieren. Wir gehen jetzt irgendwo hin, wo wir schon sehr, sehr lange nicht mehr waren. Uns, okay, Dr. Marcells Büro waren wir in letzter Zeit. Ach ja, sieht ja so schön aus. Aber noch ein Stück weiter. In den Schacht. Und zum Rohr. Nach draußen. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Denn. Oh, hallo Stiesel. Wie geht's dir? Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Oh, du! Mach's gut, ich geh meine Freiheit genießen. Okay. Ach ja. Deine Hände sieht ja auch stabil aus. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Wie wär's denn damit? Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen. Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Ich liebe diese Stelle. Ach ja. Das ist eines der lustigsten Rätsel meiner Meinung nach überhaupt in Adventures. Leider verdammt schwer drauf zu kommen und nicht wirklich einfach zu lösen. Also da kommt man halt leider wirklich nicht drauf, wenn man es nicht weiß. Oder nur sehr, sehr schwer. Ich würde sagen, wir sind blaselos. Mit einer geheimen Botschaft. Die Frage ist, von wem? Wollte das Universum ihm sagen, dass er aus Klo muss? Oder waren es einfach nur wir, die ein bisschen mit Lichtern gespielt haben? Egal, auf hier rein. Okay, doch nicht. Hier ist der Schlüssel nicht, der hat wohl mitgenommen. Das heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass sich jetzt auch im WC befindet. Ach ja, da rein. Können wir mit ihm reden? Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Bist du das Neue? Klar. Dauert's denn noch lang? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. Ach, mein Freund, ich glaube, dann wärst du um einiges größer. Aber hey, was ist denn das? Hey, lass das. Mist, der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Na gut, wie wär's denn mit der Tonmasse? Die erstmal nicht funktioniert, weil ich daneben klicke. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes.
Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Okay. Erstmal vom Blase weg, bevor wir weitere Gespräche führen. Aber ich würde sagen, okay, Stiesel ist außer Gefecht gesetzt. Holger auch und jetzt auch Blase. Und wir haben einen Abdruck. Harvey, was sagst du? Ich bin stolz auf uns, Harvey. Wir haben wirklich einen Abdruck des Generalschlüssels. Oh, aber yes. Was machen wir jetzt? Wir suchen den Abdruck einer Ausgangstür? Vielleicht sollten wir lieber einen Ofen suchen. Und flüssiges Metall und so. Du kommst auf Ideen. Wer weiß, so könnte denn ein Ofen sein, Rust, Rust. Ist ja nicht so, dass wir in dem Ofen schon Gold geschmolzen haben oder so. Nein. Und weiter Trepp ab. Sitzgruppe? Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Können wir können wir mit der Sitzecke reden? Harre aus, kleines okay. Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Alles okay, Edna? Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Die Leute sind gestorben vor Bequemheit. Vor Bequemlichkeit. Was hältst du davon, Harvey? Ui, eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standard-Greifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Harvey ist genial. Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Nein, Harvey, die hast nur du, mein Freund. Wozu? Es würde niemandem auffallen. Das stimmt. Können wir darauf unterschreiben? Dr. Marcel soll sein Werk signieren. Oder das wissen. Genau, wir unterschreiben als Dr. Marcel, damit alle denken, dass er dieses schreckliche Werk geschaffen hat. Wozu? Es. Ach, Manno. Na gut, dann würde ich sagen, geht's zurück in den Keller. Zu Almilio Sanchez, die Mubelfrup. Nein, da müssen wir eigentlich nicht hin. Aber in den Raum davor. Wieder vorbei am wunderschönen Porträt von Dr. Marcel. Und zum Ofen, zum Heizofen. Abdruck, Heizofen, now. Okay. Sieht fertig aus. Wo sind meine Topflappen? Da, die Biedelmann-Topflappen. Das sollte klappen. Wir haben eine Form. Harvey, was sagst du zur Form? Harvey ist in Topform. Okay. Einmal verbrachte Captain Unbrauchbar 30 Nächte in einer Kuchenform. Der Konditor ist ihm trotzdem entkommen. Klingt bequem. Können wir die Form anmalen? Solange ich nur eine Form habe, brauche ich sie nicht durchzunummerieren. Das ist ein Argument. Komm, wir machen einen Schlüssel aus Senf. Ich glaube nicht, dass sich Senf als Schmiedematerial eignet. Ein flüssiges Metall. Das wäre es schon eher. Flüssiges Metall? Also Ketchup? Ich glaube nicht, dass Ketchup sich als Schmiedematerial eignet. Ein flüssiges Metall. Ach Mann. Das wäre es schon eher. Hier, wir schmelzen einen Schlüssel ein und machen ihn, ja. Dieser Schlüssel passt nicht in diese Form. Ach Manno. Na gut, ich glaube, wir machen mal das, was gemacht werden soll. Okay. Wir haben eine dampfende Form und einen Lerntopf. Anschauen. Warum wird der Schlüssel nicht endlich fest? Ich sollte irgendwie nachhelfen, so wird das nie was. Ich finde sicher einen Weg, die Form abzukühlen. Okay, die Frage ist, kippen wir jetzt Wasser drüber? Einmal verbrachte Okay, das kennen wir schon. Harvey, was sagst du? Kannst du mal pusten?
Immer noch heiß und flüssig. Manu. Vielleicht sollte ich weniger rauchen. Gute Idee, Harvey. Rauchen ist nicht gut für dich, junger Mann. Und ich würde sagen, gehen wir doch nochmal hoch, weil ich meine, mit dem Generalschlüssel kommen wir dann eh durch alle Türen durch. Sollten wir eigentlich. Das sieht gefährlich aus. Ja, gefährlich, bla bla bla. Ich denke mal, wir müssen einfach Wasser drüber kippen über unsere Form. Ich glaube, das war nicht, dass das in echt funktionieren würde, weil der Schlüssel wahrscheinlich spröde werden würde und dann zerbrechen würde. Da kommt der nächste Ausgang. Aber ja. Das Spiel muss ja keinen 100%igen Realismus haben. Muss nicht sein. Ich finde das Rätsel immer noch so geil. Aber ganz im Ernst, wie kommt man auf diese Idee? Da kommt der nächste Ausgang. So, hier hatten wir jetzt gleich ein Badezimmer, glaube ich. Irgendwo einer der Räume. Hier. Ja, da. So, die dampfende Form mit Waschbecken benutzen. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Okay. Ich habe es fast geschafft. Ich muss nur noch irgendwie den fertigen Schlüssel daraus prügeln. Okay. Benutzen wir doch mal die Form. Yippie! Ich habe es geschafft! Mein eigener Generalschlüssel! Buja! Sehr schön! Wir haben den Schlüssel. Wuhu! Moment. Jetzt hier. Dieser Moment muss gefeiert werden. Ich wundere mich, dass es dafür kein Achievement gibt. Das hätte nämlich irgendwie gepasst. Harvey, was sagst du zum Schlüssel? Sieh nur, Harvey. Wir haben es geschafft. Wir können jetzt gehen, wohin wir wollen. Zum Jupiter. Bitte, bitte zum Jupiter. Lass mich das umformulieren. Wir können jetzt gehen, wohin wir gehen können. Ha, da war ich schon. Das ist langweilig. Captain Unbrauchbar. Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Leider hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Ja, das ist ein Argument. Das ist ein Punkt. Komm, wir schmelzen den Schlüssel ein. Nur wenn es gar nicht anders geht. Oder ich Hunger auf Gold bekomme. Okay, gehen wir doch mal hier rüber. Wer weiß, vielleicht hat uns der Schlüsselmeister jetzt was anderes zu sagen. Jetzt, wo wir den Schlüssel haben. Hallo, Prinzessin. Ja. Kommst du voran? Kommst du voran? Und ob? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Und wir können zu Phase 2 meines Plans übergehen. Yay! Okay, lass mich jetzt raus oder nicht? Und Dafug? Facebook Sounds. FTW. Weiß nicht, ob man das gerade in der Aufnahme gehört hat. Ich nehme an, schon. Aber hey, ein Fluttershy-Yay ist doch gut für jede Aufnahme. Lassen wir ihn jetzt schon raus? Ja, schadet nicht. Denke ich mal. Hallo. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Okay, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Okay, was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Ach, er ist so nett. Los geht's, hopp. Worauf wartest du noch? Los geht's. Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälz die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Okay. Ich würde sagen, wir hauen ab. Wir schauen mal weiter. Schlag euch weiter, Wurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Gut, dann bevor ich den Part für heute wieder beende, will ich noch eine Sache testen.
Ich meine, wir haben den Schlüssel. Ich frage jetzt, ob wir das auf die Seite... Ja. Jawohl, wir können es auch von dieser Seite öffnen. Jawohl, wir müssen immer so Umwege laufen. Wuhu. Okay. Dann würde ich sagen, beende ich den Part für heute mit einer wunderschönen offenen Tür und einem Generalschlüssel. Müssen wir ein Auto finden und müsste durch den Hinterausgang rauskommen. Jawohl. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, bis morgen. Bis übermorgen, meine ich natürlich. Ciao.